Ja, moinsen zusammen und herzlich willkommen zurück zu unserem Paladin-Tank in unserem WoW-Projekt. Und wir legen gleich weiter los, weil, naja, ich habe mega Bock weiterzumachen. Und da steht nämlich ein Dicker auf einer Insel und den sollen wir wegkloppen. Und das tun wir jetzt auch schnell. So, mein Hübscher, komm mal ran hier. Die leeren Tentakel wollen nicht. Doch, jetzt wollen sie. So. Haut ihn um. Es ist. Ne, ach, ich liebe diese Attacke. Das ist so heftig, Mann. Man braucht echt nichts machen. Und ich habe mir überlegt, dass wir erstmal die Stoppuhr anmachen. Und dass wir. Ich liebe es einfach, Instanzen zu gehen, dass wir öfters Instanzen gehen sollten. Wir werden jetzt definitiv auch in Doom machen. Also wir melden uns an und hoffen, dass wir in diesem Part das schon bekommen. Und wir müssen hier runter, damit wir definitiv die Questreihe da unten machen. Deshalb gehen wir schnell noch ab, weil wir kommen jetzt nicht so schnell wieder. Wie kann ich euch helfen? Und wir bekommen eine Hose. Jawohl. Vorwärts zum Sieg. Oh, schade, nicht aufgewertet, aber ordentlich im GS höher. Bam. Gut. Vielleicht kriegen wir noch diesen Vogel. Immer wenn man ihn sucht, findet man ihn nicht. Habe ich jetzt festgestellt. Und jedes Mal, wenn ich einfach dran vorbeilaufe oder in der Nähe wäre, kommt er einfach. Richtig schlimm. Du-du-du-dum. So, wir laufen zum Flugpunkt hier unten. Da müssten wir schon wieder Quest bekommen. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg hier unten hin. Würde ich jetzt sagen. Damit es halt auch wieder passt zu auch in Dune. Und wir werden dann sehen, wenn wir immer noch nicht. Was müssen wir sein? 96 sind, dann können wir definitiv halt auch noch die andere Questreihe machen. So viel wie möglich möchte ich natürlich reinbringen. Aber. Oh, wie süß. Leider kann man es nicht, ja? So, wir müssen schwimmen. Ich habe nämlich kein Mount, was über Wasser geht. Du Noob. Ja, ich weiß. Ich habe halt keinen Bock. Es war auch so schwer bei diesen Säbelzahnkatzen im Tanan-Dschungel, die Lust daran zu behalten, diese, ja, na, den Ruf zu farmen. Danke für die Hilfe. Den Ruf zu farmen, es war echt schlimm für mich. Das ging gar nicht. Also nach einer Viertelstunde habe ich schon aufgehört. Boah, wir müssen hier echt so viel über Wasser. Ich hätte es mir doch mal holen sollen. Da vorne. Vorne ist eine Brücke. Ah, was geht? Ein Frosch. Sorry, Craft. Craft will ja die Frösche retten. Aber müssen wir ja leider weghauen. So, meine Hasen kratzen wieder auf unserem schönen Holz rum. Sollen sie machen, wenn es den Spaß macht. Habe ich ja kein Problem mit, ne? Ja, ich kann hier leider nicht. Oh, auch in Dune. So, wir sind noch im Fight. Das brauchen wir nicht. Was? Oh, ihr Idioten. Was ist denn das Problem, einfach anzunehmen? Ja? Eieieiei. So, jetzt nur noch den Weg hier runter. Und dann sind wir da unten. In der Nähe. Ich hoffe, dass es die Questreihe uns dann auch dorthin führt. Weil ganz genau weiß ich es nicht, ne? Sorry. Ich hab's mir halt nicht. Ne, hier ist ja auch in Dune und ich dachte mir einfach mal, dass es vielleicht hier in der Nähe sein könnte. Ja, also jetzt nicht zu hundertprozentig darauf vertrauen, was ich hier sage. Denn die Questreihe um auch in Dune habe ich bisher mit meinen ganzen Twinks nur einmal gemacht. Und ja, wird halt ein Reitpart. Haben wir ein bisschen was gesehen? Ist doch auch schön. So muss das ja sein. Auch wenn ihr es euch anders vorgestellt habt.
Nein, ist doch nicht so dramatisch, hoffe ich doch. So, ah, wir sind angekommen und können reingehen. So, Tank hat bestätigt. Heal bitte auch noch. Und die anderen zwei. Das. Los, los. Ich hab Bock. Ich will Gear. Ich will alles kaputt hauen. Ja, wir können ja schon mal annehmen, oder? Na, ich weiß nicht, ob das hier so eine Folgequest ist. Dass wir mit ihm mit müssen. Na los, komm, DD. Ach, der ist bestimmt auf Toilette oder ist eingeschlafen, Alter. Ach, hübscher. Das war wieder so klar. Na gut. Arbeitstrupps bereit. Oh, gleich die nächste. Ich gehe vor und spähe ihre Tore aus. Und ihr kümmert euch um diese Katapulte. Alles klar. Aber erst hier nach. Jetzt geht's los, Leute. Endlich mal wieder eine Instanz. So, was haben wir denn dabei? Jäger, Healer, Schamane, sauber. Lyanni verstärkt Ein die Verteidigung Druide gegen den Angriff. und ein Folgt mir. Jäger habe ich schon Gerichtet gesagt. zum Monk. Gericht. Okay. Hier sehen wir nämlich das, was wir schon im. Du nicht? Ihr seid einer der ersten Außenseiter, die auch in Dune von innen sehen. Was wollte ich sagen? Was wir beim Schattenrat gesehen haben, dass Blutschatten hier einfallen sollte oder die untergraben sollte und dort ein paar Merkwürdig. Verbündete holen Warum ist die sollte. Tür versiegelt? Egal. Und jetzt ist ihr schon was aufgefallen, dass diese Tür hier oder das Tor an sich nur versiegelt war. Was es hier eigentlich gar nicht geben sollte. Oh, dieses Schild, Alter, das ist mega groß auf unserem Rücken. Aber sieht ja besser ausgezogen dann. Die Ja. ehrwürdigen Verteidiger und Exarchen. Allesamt Helden. Nyami, wir sind da. Was ist das? Oh nein, nein! Ja, Tulani, jetzt versteht ihr. Eure Bemühungen waren tapfer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Anachoreten die Verteidigung mit nur einem Kristall aufrechterhalten können. Aber nichts wird meinen Plan stoppen. Oder den meiner Meister. Alles, was uns im Weg steht. Ihr müsst sie aufhalten. Ja, natürlich. Ihr, Tulani, und eure lästigen Lakaien. Alles klar. Auf sie, Leute. Oder guckt ihr das auch? Nein. So, Schild angeschmissen. AOE-Schaden rausgehauen. So, und diesmal lasst ihr mich nicht sterben in dieser Instanz, denn wir machen das ja alles gemeinsam vernünftig. Bringen wir das hier über die Bühne. Ja, läuft doch. So, zur nächsten Gruppe. Ja, unsere Verbündete, die uns hier mal rumführen wollte, ist jetzt gefangen. Und wir befreien sie, beziehungsweise wir müssen diesen Kristall hier wieder freilegen. Weil der uns ja auch beschützt, glaube ich, war das ja so, ne? So ein Verteidigungskristall. Und anscheinend ist es Blutschatten gelungen, sich hier Freunde zu machen, beziehungsweise Leute zu bekehren, was wir ja auch schon von Archimonde und Kil'jaeden wissen, dass auch die Eredar damals manche, ja, sagen wir es mal so, manche machthungrig waren, ich sollte hier raus, und sich auf Seiten von Sargeras gestellt haben. Nun sind sie nach Draenor gekommen, nennen sich Draenei. Und eigentlich wissen alle, was es mit der brennenden Legion auf sich hat. Alle, die überlebt haben. Und Es dass sie ist so. trotzdem. Ist es nicht ironisch, dass eines meiner Werkzeuge die anderen beseitigt? Dass sie trotzdem auf die Seite von der brennenden Legion gehen. Vernichte diese Eindringlinge! Niemand überlebt einen Angriff auf die Auchelnei. Das werden wir doch erstmal sehen, mein Hübscher. Und ja, es ist halt Ich will wunderlich, sie auch ne? So. niederstrecken. Vector,
auf sie. Zerstört ihn. Eigentlich ganz einfach, der Gegner. Man sollte aus der Attacke von ihm rausgehen. So wie er wird ein Schild schmeißen. Dort muss man sich in der Zwischenphase hinter verstecken, wenn wir überhaupt so weit kommen. Ich hoffe ja mal nicht. Die Leute bleiben da hinten stehen. Machen die überhaupt was? So, jetzt schmeißt er ein Schild. Da hinten seht ihr es hier. Wir hauen ihn jetzt aber einfach weg. Weil, darum. Oh, wir bekommen was. So, was haben wir denn hier Schönes? Taille. Ah, da haben wir ja noch unseren Gürtel. Okay, schade. Ich versammle hier alle, die noch treu sind und beschütze sie. Bitte geht und beendet diesen Wahnsinn. Das machen wir doch gerne. So, wir befreien jetzt auch Hindun von den Idioten, die sich wieder auf die brennende Legion geschlagen haben. So muss das leider sein. Dass es immer welche geben muss, die sich dem Bösen verschworen haben. Manchmal ist es ja so, dass die auch gezwungen werden, aber jetzt ist es ja echt teilweise, dass sie es wollen, ja? Und das merkt man dann ja auch. Naja. Nichtsdestotrotz, wir schaffen das schon. Glaube ich. Ist ja einfach easy, ne? Auf normal ist das ja auch wirklich keine Herausforderung heutzutage mehr. Wir haben ja gesehen, wir sind ja noch nicht mal in diese Zwischenphase gekommen eben gerade. Und können ja mit unseren Twinks hier einfach so durchrushen. Was, wie gesagt, ich schon öfters gemeint habe, was ich auch sehr gut finde. Ja, also ich habe kein Problem mit Main echt monatelang an einem Punkt zu vipen. Aber mit den Twinks, die ich gerne einfach so hoch spielen möchte, weil es mir halt, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß macht, ein bisschen was von der Geschichte mitzubekommen und einfach ein paar mehr Charaktere zu haben, ein bisschen die Auswahl zu haben, was man so machen könnte am Tag. Ja, das macht mir halt Spaß, aber nicht, wenn ich wirklich diese gleichen Herausforderungen meistern müsste. Dafür ist der Main da, der soll Schwierigkeiten haben, da muss man herausfinden, wie die Taktiken sind, wie alles funktioniert, was man, wo man was bekommt, habe ich wie gesagt echt kein Problem, da kann das doch so, sonst so schwer sein, wie es halt sein muss, ja, aber, oh, ah nein, ich habe die Tentakel gezündet, aber mit den Twinks möchte ich einfach es so einfach haben wie möglich, ein bisschen chillig, so wie jetzt mit euch. Hier in eine Instanz rein, bisschen ein paar die Leute wegkloppen. Ist schon was Feines. Doch. Auch zum Entspannen ein bisschen. Ja. So, du Hübsche. Dich holen wir uns. Das ist jetzt die wir eben im Video gesehen haben, die unsere Führerin eingesperrt hat. Jetzt hauen wir sie weg. Ich behalte die hier in der Mitte. Da sie hier eine Schutzblase machen wird, also in der Nähe von uns jetzt nicht direkt auf sich drauf. Und wir dann weiter kloppen können. So, jetzt stellen wir uns jetzt hier rein. Und wir kloppen halt weiter drauf. Ja, als Nahkämpfer ist das schon mal vom Vorteil. Und ich hatte schon öfters welche, auch Tanks, die an den Seiten getankt haben. Und die Melees konnten halt keinen Schaden mehr machen. Ja, das ist fatal in gewissen Situationen oder Schwierigkeitsgraden. So, mein Hübscher, mach mal fertig hier. Und jetzt. Bam, jawohl, Alter. Und jetzt sehen wir die brennende Legion. Eine böse Macht ist in diese heiligen Kammern eingedrungen. Kundschaftet die Lage aus, während wir hier Fuß fassen. Nice, weggehauen. So, die sollte man auch ein bisschen drauf achten, diese kleinen Wichtel, dass die weggehauen werden, weil die stunnen. Die sind echt ätzend. Auf jeden Fall.
So, die Großen machen ordentlich Schaden. Ich will da jetzt nicht reinlaufen, aber der Mönch. Der Mönch hat da kein Problem mit. Kann er ja gerne machen, wird gestunt. So, er hat hier eine Fähigkeit, da kann man rauslaufen. So nämlich. Nicht einfach immer drin stehen bleiben, hatten wir schon mal in ein paar HC-Tries beziehungsweise Mystic-Tries. Und ja, manche Sachen müssen einfach nicht sein. Ja, so sehe ich das. Also man kann natürlich überall drinnen stehen bleiben und die Heiler haben endlich mal was zu tun. Oder man kümmert sich um seinen Move-In-Skill, weil viele haben es einfach nicht. Haben wir schon oft genug auch bei unseren Raids gesehen, dass viele Probleme damit haben, einfach aus Attacken rauszulaufen. Ich bin am Überlegen, brechen wir hier ab und machen noch eine Folge? Alles klar, den Boss seht ihr im nächsten Part. Macht es gut, bis bald.